Servus und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mike und heute sitzen wir im VW T-Cross, den ich zur Verfügung gestellt bekommen habe. Erstmal danke dafür. Ich würde sagen, wir starten direkt mit einem Was ich mag und was ich nicht mag Video. Also ich habe das Fahrzeug jetzt schon einige Tage erleben dürfen. Wir haben jetzt schon 250 Kilometer gefahren oder sind schon 250 Kilometer gefahren. Also wie ihr sehen könnt, haben wir direkt ein Virtual Cockpit, was sehr gut ausschaut. Man kann ja auch verschieden die Ansicht einstellen. Hier sieht man, wir haben noch 240 Kilometer Reichweite und 7,7 Liter Verbrauch und das ist noch die dritte Ansicht. Also es gibt nur drei Ansichten, man kann doch natürlich das in der Mitte alles wechseln. Hier, wie ihr sehen könnt, oh, warte mal, zack, zack, wie geht das nochmal? So, nochmal Assistenten, dann auch die Fahrdaten, Fahrzeugstatus, Apple CarPlay, Audio, alles drum und dran kann man alles einstellen. Hier kann man wirklich viel spielen. Und das ist auch schon der erste positive Aspekt, das Virtual Cockpit, das sieht sehr gut aus. Ich habe jetzt eigentlich hauptsächlich diese große Navi-Ansicht an. Und was mir noch so gut gefällt, ist, wie schön aufgeräumt das Ganze ist. Also hier das Navi-Display ist relativ groß. Es hat auch eine sehr gute Touch-Funktion. Also es ist nicht so, dass es irgendwie hängt oder sowas. Das ist schon sehr, sehr fix und funktioniert auch alles top. Vor allem Apple CarPlay gefällt mir auch sehr gut. Das ist auch nochmal, was ich sehr doll mag in diesem Fahrzeug. So, was mir auch noch sehr gut gefällt, was auch noch ein sehr positiver Aspekt ist, ist, wie hoch man eigentlich sitzt. Die Sitze sind sehr komfortabel und die Sitzposition gefällt mir sehr gut. Man hat ein richtig großes Raumgefühl in diesem Fahrzeug. Das ist ja basierend auf dem Polo und das merkt man überhaupt gar nicht. Also man fühlt sich nicht eingeengt oder sonst was. Man hat sehr viel Platz. Man kann sogar noch die Rücksitzbank verschieben, wo man noch mehr Platz hat, hinten hat. Also man kann das einstellen, ob da entweder der Kofferraum größer ist oder halt die Sitzposition für die Mitfahrer hinten. Und ich zeige euch jetzt auch mal noch den Sitz. Der Sitz sieht auch sehr qualitativ hochwertig aus, sieht wunderschön aus. Also ich finde, gerade der Sitz sieht sehr top aus in dem Auto. Und das Lenkrad, Leute, das Lenkrad fühlt sich haptisch sehr gut an. Das neue VW-Logo gefällt mir sehr gut, wie das in der Mitte getrennt ist. Also das ist jetzt nicht mehr so aneinander geklatscht wie vorher auch. Dann hier das R-Logo gefällt mir sau gut. Und allgemein finde ich es auch gut, dass hier noch normale Tasten verbaut sind und nicht irgendwelche Touchfelder oder sonst was. Klar könnte man hier jetzt einen negativen Aspekt sehen wegen der Materialien, aber ich sehe das gar nicht so negativ, ich sehe das gar nicht so schlimm. Was noch ein positiver Aspekt ist, also Daumen nach oben, was mir sehr gut gefällt, ist, dass man hier ein sehr sicheres Fahrgefühl hat. Also ich bin ja auch damals den Peugeot 2008 gefahren oder Hyundai Kona bin ich auch schon gefahren und da fühlt man schon, dass die, ich weiß nicht wieso, aber VW kriegt es irgendwie hin, dir ein sichereres Fahrgefühl zu geben. Also weil die gerade die Kante von der Tür relativ hoch ist und das Auto sich auch sehr stabil anfühlt. Also es fühlt sich nicht so aus Pappe an. Also es hört sich doof an, aber ich denke mal, wenn ihr das Auto mal gefahren seid, dass ihr mir da zustimmen könnt. Und gerade noch, was den Komfort angeht, das Fahrwerk von dem Auto ist echt stabil. Also es ist richtig gut. Das ist nicht zu hart und nicht zu weich. Das ist genau ein perfektes Zwischending. Und gerade mit diesem Fahrwerk kann man längere Fahrten ohne Probleme fahren. Und es ist auch sehr gut in der Stadt. Also wenn man jetzt mit dem Auto in der Stadt fährt, das Auto ist jetzt nicht wirklich groß. Ich glaube, das Ding ist nur 4,10 Meter lang oder sowas. Das heißt, auf Parkplätzen, also Parkplatzsuche in der Stadt, hat man gar keine Probleme. Also ich war jetzt mit dem Auto schon öfter in der Stadt. Und ich hatte jetzt nie wirklich ein Problem gehabt, dass ich jetzt keinen Parkplatz finde oder sowas. Und gerade weil man dann auch eine Rückfahrkamera hat, dazu komme ich auch gleich noch, vereinfacht das natürlich das Parken sehr. Was auch noch ein positiver Aspekt ist, die mechanische Handbremse, wie ihr sehen könnt. Also wir haben hier keine elektrische, das heißt wir können hier einmal dran ziehen und ich finde, das ist schon eine absolute Seltenheit, dass es sowas überhaupt noch in einem Auto gibt, was 2021 gebaut wird. Eine mechanische Handbremse, gerade in einem SUV, das ist ja ein Compact Utility Vehicle, also ein CUV und kein SUV. Und es ist wirklich eine Besonderheit, dass hier eine mechanische Handbremse drin ist. Und dann gerade was noch die ganzen langen Fahrten betrifft, ist für mich immer persönlich sehr wichtig die Scheinwerfer. Wie weit können die leuchten? Oder allgemein, was für eine, hat man eine gute Übersicht, wenn man jetzt nachts fährt, bei Regen oder sonst was? Und das kann das Auto auf jeden Fall. Also die Scheinwerfer sind sehr, sehr gut. Man hat eine sehr hohe Leuchtreichweite. Und ja, soweit war es das, glaube ich, alles an positiven Dingen, die mir direkt so aufgefallen sind in den ersten paar Tagen, was mir sehr gut gefallen hat. Und da würde ich sagen, kommen wir jetzt an die Zwischendinger, die ich so
positiv, aber auch negativ sehe. Und dazu gehört auf jeden Fall der Verbrauch. Also der Verbrauch ist für meinen Geschmack zu viel. Aber er ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ah, der schluckt extrem viel. Aber ich habe mir schon weniger vorgestellt, sagen wir es mal so. Ich verbrauche hier durchschnittlich so 7,5, 7,6 Liter auf meinen normalen Wegen, die ich täglich fahre. Also ob das jetzt in die Stadt ist, ob das jetzt zu meiner Freundin ist oder ob das ins Fitnessstudio ist oder sonst was. Da verbraucht das Auto auf jeden Fall ziemlich viel. Wir können jetzt mal schauen, wir sind jetzt gerade auf der Autobahn geschlichen. Moment, ich kann euch mal gerne zeigen, wie der Verbrauch gerade ist. Wir haben jetzt 7,6 Liter und wir sind die ganze Zeit nur am Schleichen. Also ich bin hier wirklich nicht einmal, keine Ahnung, 160 oder 170 gefahren. Wir drücken jetzt mal ein bisschen aufs Gas. Also ganz entspannt, das ist jetzt kein Vollgas. Und da sieht man, 7,6 Liter ist für mich schon viel Verbrauch. Was auch noch Plus Minus ist, ist die Rückfahrkamera, wie ich eben angesprochen habe. Also einerseits ist es sehr gut, dass das Auto eine Rückfahrkamera hat, aber wenn es jetzt draußen regnet als Beispiel und die Rückfahrkamera nass wird, dann hast man gar keinen Überblick mehr. Also du siehst da gar nichts mehr, dann ist die Rückfahrkamera relativ unnötig. Also die Bauposition hinten am Kofferraum, das zeige ich euch gleich draußen, die ist nicht wirklich, wie soll ich sagen, gut gelöst. Was noch ein mittlerer Punkt ist, also ein Daumen schräg, das ist die Musikanlage. Wir haben hier Beats Audio verbaut. Für meinen Geschmack fehlt hier der Bass. Also es hört sich schon sehr gut an. Es hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich gehe mal auch davon aus, dass sie viel besser ist als die Standardanlage. In den Höhen ist das auch sehr stabil. Also die Musikanlage, die ranzt nicht oder sonst was. Aber mir fehlt da einfach nur noch so ein bisschen mehr Bass. Wenn die Musikanlage noch mehr Bass hergeben würde, vielleicht gibt es noch die Option, dass man irgendwie einen Subwoofer im Kofferraum verbaut hat oder sonst was, dann wäre die Musikanlage perfekt. Aber so wie sie jetzt aktuell ist, ist es für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig Bass, aber auf gar keinen Fall schlecht. Also die Musikanlage ist sehr, sehr gut. Gerade in den Höhen hat sie ihre Stärken. Nur der Bass, wie gesagt, fehlt mir da. Kommen wir jetzt schon zu den negativen Aspekten. Gerade bei dem Thema Musik, ne? Wenn jetzt jemand mich im Auto anspricht, also ein Mitfahrer, mir irgendwas sagen will und wir gerade laut Musik hören, dauert das ewig, bis ich die Musik Lautstärke runterstellen kann. Weil hier, wie ihr sehen könnt, ist das alles über das Touchfeld. Natürlich kann man jetzt hingehen, wenn man jetzt hingeht und die Lautstärke schnell leise drehen möchte, fehlt dieser Lautstärkeregler. Also man hat hier kein Drehrädchen, sondern man muss hier alles über das Touchfeld machen. Einerseits ist das natürlich, hat das ein cleanes Aussehen, also sieht aufgeräumt aus, aber so ein Drehrädchen könnte man schon hin platzieren. Also ich finde das jetzt nicht störend, wenn da jetzt ein Drehrädchen wäre. Sogar für mich persönlich sogar viel besser. So, dann kommen wir jetzt noch zu einem weiteren negativen Aspekt und das ist der Lane Assist. Also der Spurhalteassistent, für mich persönlich ist das sehr nervig. Also wenn ich jetzt fahre, ich überhole manchmal, also ich blinke, überhole und wenn ich dann einscheren möchte und gerade nicht blinke nach rechts, dann lässt er mich nicht rüberfahren. Also er lässt mich schon rüberfahren, aber er hält dann dagegen. Wenn ich jetzt hier überhole, ich zeige euch das mal jetzt an einem Beispiel. Ja. So, ich blinke jetzt nicht. Ich fahre jetzt vor den Suzuki Swift rein. Und pass auf, jetzt will ich hier rüber. Und er drückt mich zurück, habt ihr es gemerkt? Und das stört mich persönlich. Natürlich kann man jetzt hingehen, den Spurhalteassistent ausstellen. Und das ist genau der Punkt. Jedes Mal, wenn ich in das Auto einsteige, jedes Mal aufs Neue muss ich diesen Spurhalteassistent ausschalten. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, dass man ein Profil irgendwie einstellt, dass der überhaupt gar nicht erst angeht. Ich habe es nicht gefunden. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr störender Punkt für mich. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass es immer wieder sich einschaltet. Klar, Sicherheit geht vor. Dennoch ist das für mich persönlich eher, was das ganze Fahren gefährlicher macht. Aber halt nur in meiner Meinung. Eben habe ich noch vergessen, bei dem Plus-Minus, also bei dem mittleren Aspekt, ist die Ambientbeleuchtung. Und zwar, die Ambientbeleuchtung gibt es hier nur in Weiß und nur eine Linie. Einerseits ist es sehr gut, dass es die gibt, das macht das Auto moderner. Andererseits finde ich es schade, dass man da nicht mehr Farben einstellen kann oder dass es zum Beispiel, dass die Türen nicht beleuchtet sind oder die hinteren Türen nicht beleuchtet sind. Das finde ich einfach sehr, sehr schade. Was noch ein Punkt ist, klar geht das jetzt auch an die ganze Politik und was weiß ich, aber hier müsste meiner Meinung nach ein 2 Liter Diesel drin sein. Das würde das Auto deutlich, wie soll ich sagen, deutlich erstens sparsamer machen. Zweitens hat man dann mehr Drehmoment. Das heißt, man kann auch zum Beispiel irgendwelche Autos ziehen oder sonst was. Und hier würde der 2 Liter Diesel
so gut reinpassen. Der 1,5 Liter TSI, wie wir den hier haben, mit 150 PS, der reicht für meinen Geschmack nicht aus. Ich finde, hier könnte man ruhig einen größeren Motor verbauen und vor allem gerade ein Diesel wäre perfekt in diesem Auto. Was noch ein negativer Aspekt ist, ist, dass der Kofferraum ziemlich klein ist, aber dafür gibt es natürlich die Funktion, dass man hinten die Rückbank verändern kann. Dadurch erhält man einen größeren Kofferraum. Noch ein kleiner Aspekt, was mich persönlich ein bisschen stört, ist, dass man hinten angeschnallt sein muss. Natürlich kann man jetzt sagen, so, na klar muss man hinten angeschnallt sein bei einem Unfall und was weiß ich. Aber stellt euch mal vor, ihr fährt in Urlaub und ihr habt zum Beispiel ein paar Passagiere hinten oder ihr liegt selbst hinten, legt euch hin und ihr müsst die ganze Zeit angeschnallt sein. Ist ein bisschen nervig. Oder wenn hinten, sagen wir mal, Einkäufe drin sind, die ein bisschen schwerer sind, dann denkt das Fahrzeug, da sitzt jemand und da muss man auch die Einkäufe anschnallen. Ist ein bisschen doof, aber kann ich natürlich verstehen, Sicherheit geht vor. Noch ein positiver Aspekt ist, dass die Front für mich persönlich sehr, sehr schön ist. Das erinnert mich an den Tiguan, vor allem in der Airline-Optik. Sieht sehr, sehr gut aus. Was aber dann doch nicht so schön ist, ist das Heck. Für meinen Geschmack. Da können wir mal direkt anschauen. Aber bevor wir jetzt zum Heck gehen, schaut euch zum Beispiel solche kleinen Details an. Zum Beispiel hier das Airline. Das sieht top aus. Wenn man hier hinguckt an die Scheibe, Volkswagen. Das sind immer so kleine Details, die man hier so sieht und findet, die das Auto irgendwie aufwertet. Und hier, ich habe als erstes gedacht, das wäre jetzt zum Beispiel bei dem Cupra Leon oder beim Formentor. Oder an den Cupra Formentor erinnert. Hier diese Leuchte. Ich habe jetzt erst gedacht, die leuchtet. Aber das tut sie nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade. Also ich finde, man hätte da ruhig ein Leuchtband reinbauen können, dass es anfängt zu leuchten, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man nachts fährt oder sowas, das würde das Auto viel mehr aufwerten. Aber da sieht man halt einfach nur die Scheinwerfer, die leuchten. Das in der Mitte ist eigentlich nur Show und kann nichts. Finde ich schade, aber naja. Und noch zu dem Thema Rückfahrkamera. Wie ihr sehen könnt, hier ist die Rückfahrkamera. Genau hier, wo auch der Griff ist zum Öffnen. Und die Rückfahrkamera, wenn die nass wird, dann hat man gar keine Übersicht mehr. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich finde das nicht gut gelöst, aber man kann es verkraften. So, das wäre es dann mit dem Video. Ich habe euch aufgezählt, was ich an dem Fahrzeug mag, was mir nicht so gefällt und was ich einerseits gut finde, andererseits schlecht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, falls ihr mehr von mir sehen wollt. Und das nächste Video wird auf jeden Fall, wie wir die Zeiten messen, wie schnell das Fahrzeug von 0 auf 100 ist oder von 0 auf 50 und von 100 auf 200 und was die Höchstgeschwindigkeit ist. Das interessiert mich auch sehr. Deswegen schaltet unbedingt wieder ein und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein und ciao.